Scott, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ja, es geht hier immer noch um Resident Evil 8, The Village auf der PS5 und wir haben schon einiges durch. Heute werden wir uns dem Bericht über den Vorfall Baker widmen. Und da schauen wir gleich mal rein. Auch hier, diese Rubrik kriegt man nur über Zusatz. Geschichte, ja, also die ist, glaube ich, beim Originalspiel nicht dabei. Man muss da entweder die Special Edition, was immer die heißt, kaufen oder käuflich so extra irgendwie erwerben. Und da kriegt man dann eben, glaube ich, das Issens Geschichte im Baker-Vorfall. Ich weiß nicht, ist da das Shadows of Rose auch dabei oder ist das wieder was anderes? Da dieses DLC, ich weiß nicht, jedenfalls, ich habe mir das dann erst später nach und nach dann dazu gekauft. Dass ich eben alles habe. Ja. Und das eben schauen wir uns jetzt an. Es ist ein Bericht über die Ereignisse nach dem Baker-Vorfall in Resi 7. Und ja, 80 Seiten, leider, ich lese jetzt glaube ich nicht. Ich lasse das ja, ich blätter das durch. Ja. Das ist bitte selber lesen oder auch nicht. Schaut euch nur die Bilder an, mir ist wurscht. Ja. Und genießt es, ich sag mal Dankeschön im Vorhinein schon. Ich werde mich jetzt kurz muten. Und dann geht es das nächste Mal dann weiter dann mit den Modellen. Und ich glaube, das schaut da nicht, wenn ich wirklich einmal ein paar Teile gebe, und wirklich einmal mein Blechen halt. Wirklich. Ich meine, das gehört auch irgendwann einmal, weil ich habe die ganze Zeit immer nur das Mai offen. Und das will irgendwann einmal keiner mehr. Darum werde ich jetzt einmal einen Silent Part machen, ja. Genau. Also dann genießt es und bis zum nächsten Mal.